Herzlich willkommen zu einem weiteren Folge hier in Thüringen. Mein Bild ist unscharf, sehe ich gerade. Und wie gesagt, der Raum ist es, keine Ahnung. Wir werden mal hochholen und dann mal einen Blick riskieren auf den Lagerplatz, ob da noch irgendwie passt. Ne? Oh. Die Lage muss noch rein, Heu sicherlich. Mal gucken. Oh, mindestens einmal, dann in der Fahrt einmal Heu. Die Lage. Probieren wir gleich wieder mit dem Kurs. Mit, oh, weniger, aber bei Heu wird es halt. Ne? Heu ist aber viel. Ja, wir haben Regen übrigens. Wieder mal, ne? Leider, aber das ist halt so. Ja, Stroh geht auch von Eigel. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt 500.000 Liter zur Verfügung. Und wir werden am mindestens das gleiche Saison kriegen. Also die nächste Saison bis zum Winter dürfte gesichert sein. Und vielleicht ist dann nächstes Jahr oder garantiert in der Fälle dann Stroh. Ein Feld haben wir mit Weizen, glaube ich. Also Weizen das erste, jedenfalls mit Stroh. Auf jeden Fall und das reicht, um unser Lager wieder aufzufüllen. Und dann kommen wir eine Weile mit über die Runden. Ne? Wenn wir auch keinen Einstreit machen können, aber wir können zumindest Futter mischen, das ist ganz wichtig. Geht es den Tieren gut, dann geht es mir gut. Umgekehrt ist es so, ne? Also Tiere haben Vorrang vor allen anderen, arbeiten konzentriert und so. Hunger darf nicht aufkommen und listig dürfen es auch nicht werden. Anführungszeichen. So, hier war eine gute Strecke, weil ich die Fahrt nochmal ganz normal. Ups. Rein. In der Scheune. Hier ist es jetzt ungünstig. Eine gute Einfahrt. Dann werden wir mit dem mal für die Lage fahren. Und wir fahren mit anderen halt links. Dazu machen wir ja einen Fehler. Und zwar bei ihm hier. Idee dafür, ne? So, das heißt, wir werden ein Stück vorfahren, jetzt ein Stück zurück. So, hier wird nichts. Wenn wir losfahren, muss ich ein bisschen schauen, dass wir da so hinkommen. So. Dazu können wir auch den nehmen, ne? Also, egal. Den brauchen wir sowieso. Dann beginnen. Hier werden wir gleich den Ball aufladen. Und hier ist eingestellt Heu. So muss es sein. Sonst wird das nichts. Ne? Also wenn hier kein Heu steht, dann fährt auch hier auch nicht los. So, wir haben uns kurz begonnen. Der Bowl ist da. Jetzt fahren wir mal ganz kurz Richtung Futterplatz. So, werden wir auch abkippen. Das kann Vorfeld sehr gut erledigen. Als Erfüllungsaufgabe. Ich sehe nichts. Das können wir auch später mal wieder korrigieren. Also nochmal Liter machen, ne? Fahren wir mal Richtung Futtermischer hier.
Aber diesmal machen wir kein Abkippsymbol, sondern wir fahren einfach drüber. Beziehungsweise wir werden hier ganz kurz abladen. Warum soll er das packen? Ja, das hat ja auch Gras geklappt, ne? Das war mehr oder weniger perfekt. Nur, dass jetzt zum Schluss das Lager voll war, ne? Das war natürlich nicht gut. Aber ansonsten... Wenn das Lager das reinpasst, hat man auch ganz... hat es ja besser funktioniert. Ich empfehle jedem, sowas im Prinzip in ein Stück zu machen. Wer jetzt denkt, er macht 1000 Minuten Arbeit und das alles läuft, das dauert eine Weile und dann eher und alles läuft und aufhört, ist es dann auch ungünstig. Ne? Also dann halt dann auch durchziehen. Ne? Da spart man sich viel Ärger, das neu zu programmieren. Ne? Weil der speichert das nicht so, wie man es haben möchte. So. Ende. So. Wir haben eingestellt. Wie können wir jetzt testen? Das heißt, Fahrer einstellen. Er lädt auf. Und das klappt schon mal. Und dann schauen wir gleich, ob er auch ablädt. Das ist der entscheidende Punkt nachher. Wenn er durchbrettert, haben wir nichts, aber dann haben wir nichts erreicht. Gut, dann brauchen wir das nicht denken, ne? Dann kann man das nicht mehr. Lenkrad schon. Das ist meine heutige letzte Folge. Habe ich auch eine Pause verdient. Das ist schon 5 Stunden. Also ganz ehrlich, früher habe ich sowas, ich weiß nicht, locker weggesteckt, aber heute wird das ein anderer. Also. Gut, spielen und schweigen ist das eine und reden dazu ist das andere. Ne? Man wird ja ein bisschen von den Gedanken zusammenfassen. Also ich habe ja keinen Plan, was ich reden will. Das ist ja sehr spontan. Ne? So, Meldung ist noch ganz gut. So, bis jetzt, das klappt. Also, das können wir schon mal speichern. Und zwar ist das ein Kurs, nennen wir das Beste. Ja, die Führung ist das nicht. Ja, doch, das können wir so bezeichnen. Jetzt dürfte das klappen. Also wir fahren mal eine Runde mit, beziehungsweise wir fahren mal ganz kurz, wie er auflädt. Aber die Kühe schlafen, ist ja nachts. Ne? Und dann werden wir gleich mal gucken, den Kurs. Beziehungsweise wir fahren den nächsten Kurs ein. Und laufen. Hat der nicht geklappt? Fahren wir die Silage ein. Dann fahren wir das zurück. Das ist ein gerade Ding, ne? Und wir trecken noch mal ganz kurz auf Lenkung nach vorne und stellen auf die Nase. Dann gehen wir ganz kurz. Lenken wir das 600. Stellen wir links. Fett. Vorderradlenkung.
wir die Hinterräder nicht dauern gegen die Lenkhebel vom Dingschuh. So. Entschuldigung. Gut, das machen wir jetzt voll. Dann machen wir hier das gleiche. Hier stellen wir ein Gelage. So, Gelage. Gehen wir zurück und beginnen. Das sind alle diese Aufgaben, die können wir dann alles dem KI überlassen, ne? Weil einfahren dunkel, das ist blöd. Gut, dass ich hier die Phase gemacht habe. Aber normalerweise ist es mit den Händen besser zu machen. Ne? Das zeigt mal wieder die Tatsache, dass wir hier Lichter anbauen müssen. Dann geht es ein bisschen leichter. Dann können wir sogar die Tiere füllen mit Vorfleisch. Da kann ich aber einen Fall eine Gerade wegreißen. Da können wir das mit unserem Vorfleisch machen lassen. Dann sind ja mindestens drei Ladungen, die Kühe jetzt der Kühen. Ne? Also mindestens. Denn wenn der Stall mal richtig voll ist, mit rund 400 Tieren, also 350 ist das Minimum, so stelle ich mir das vor. Das ist ein bisschen besser. Ja, ein bisschen. Dann haben wir hier natürlich einen Bedarf an Futter. Der ist ja utopisch, ne? Also mindestens zwei Formen mit Futterfarmen, ne? Nur Stroh. Ja, das kann ja eine einfache normale mit Kursplay auch machen. Ne? Nach dem Motto, das muss ich nicht alles machen. Ne? So, das hat ein Fahrzeug auf den See gestellt? Nee, das nicht. Den habe ich ja in der Hand. Wir müssen ein bisschen gucken, wie wir fahren. Wir müssen langsamer fahren, sonst können wir die Runde fast normal fahren. Ne? Fast. Dann kann der Verfolg hinterher laufen. Fast ein bisschen. So. Los. Taschen. Den können wir immer speichern. Das kriege ich mal, ne? Wir können jetzt nach und nach, also ich würde das nicht parallel machen wollen, weil die Fahrzeuge, die haben es meistens drauf, dass sie gerade den Augenblick zwei fahren, ne? Das ist äußerst blöd, kann ich nur sagen. Die Village ging vorher nicht, weil wir hätten eine Förderbahn haben müssen. Und da wir nie genau wissen, wann das Förderbahn wo sein wird, wegen der Menge und dann ist es wieder voll, ne? So, den wir ein schönes Blase. Dann ist es auch voll. Ist auch ein Rest. Weil verarbeiten tut das halt nichts, ist alles dann fahren wir Richtung zurück. Wieder dem zu, sicherlich. Dann fährt er zurück. Ja, genau. Wir müssen nur noch irgendwann mal eine Route einfahren mit Stroh. Aber das machen wir nicht heute.
Schauen wir nochmal zurück. Denn das kann ja nachts Crossplay immer gut alleine machen. Dann brauchen wir uns ja nicht hier als Blinder die Klinik schubsen lassen. Ne? Oder das kann ja jeder allein machen. Und der Mischungsplatz kann ja da entsprechend ein KI-Fahrzeug machen. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wenn ihr schützt um den Winkel, verschaut. Schönen Dank, dass ihr eingefallen habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder seid. Morgen geht's weiter. Ja, eigentlich wollte ich ja die Ernte anfangen, also Raps und Weizen. Wir werden das weit vorbereiten. Wir werden das alles entsprechend ausfahren, die Fahrzeuge. Wir werden auch eine Route einfahren zum Abfahren. Wir werden eine Überladewagen kaufen. Für das Getreide. Ja. Aus. Aus die Maus. Ja, dann möchte ich einen Überladewagen kaufen. Mal ganz kurz schauen. Wir hatten ja schon mal einen gehabt. Da werden wir uns einen guten kaufen. Denke ich mal, dass wir hier so einen so einkaufen. Oder so einkaufen. Traktoren haben wir genug. Die geht hier rein. 37 und da geht es 30.000. Und da gehen 70.000 rein. Und warum hat er hier einen anderen Mod genommen? Beziehungsweise ich einen Mod genommen? Schnee. Da gehen mehr Früchte rein. Mist. Silage? Das wäre nicht schlecht. Also für die BGH wäre es damals ganz gut gewesen, weil ich da. Aber jetzt kann man es ja auch vor Ort abkippen, so ist es ja nicht. So, ich hoffe, das soll es dann für heute gewesen sein. Ihr sagt nochmal tschüss und ciao, ciao. Und wie gesagt, schönen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Auch einen anderen Like und einen anderen Kommentar. Es hat mich gefreut. Tschüss.